ihr Lieben, ich habe mir heute was Besonderes für euch ausgedacht. Ich zeige euch meine Lieblings-Bein- und Gesäßübungen. Diese 7 Übungen lassen sich eigentlich in jedes Ganzkörper-Workout integrieren. Es ist kein Hüpfen oder Springen involviert. Somit könnt ihr das auch, wenn ihr in einem Apartmentkomplex wohnt, gut machen, ohne eure Nachbarn zu stören. Und wir brauchen keinerlei Equipment. Alles, was ihr benötigt, ist ein Handtuch oder eine Yogamatte, damit ihr schön euren Rücken schützen könnt, wenn wir nachher auf die Matte gehen. Ich würde sagen, wir legen los. Wir kommen in den weiten Stand, rüber zur rechten Seite. Stellt ihr sicher, dass das Knie nicht über die Fußspitze hinausragt und zurück in den Pendel. Stoßt euch schön von der rechten Seite mit dem rechten Bein rüber zur linken und nehmt die Hände dabei mit. Wenn ihr tief kommt, haltet ihr einmal kurz und wieder hoch. Wir machen 4 mehr diese Seite. Noch ein und lösen. Einmal ausschütteln. Wir kommen zur anderen Seite. Nach links rüber und lass das Gesäß schön weit nach hinten fallen und nicht zu weit nach vorne mit dem Oberkörper. Mit Kraft zurück in den Stand drücken. 4 mehr auf dieser Seite. Noch 2. Ein letzten. Und ausschütteln. Bei einem Bein- und Gesäßtraining kommen wir an den Ausfallschritten nicht vorbei. Somit nächste Übung Ausfallschritt. Und zwar machen wir den Ausfallschritt nach hinten. Kommen an den Anfang unserer Matte. Linkes Bein kommt zurück. Arme entgegengesetzt und wenn wir jetzt nach vorne kommen, ziehen wir das Knie hoch und der rechte Arm kommt ebenfalls nach oben. Wieder tief, hoch. Ihr steigt ein. Schön tief mit dem Knie kommen. Weiter Ausfallschritt. Auch hier wieder das Standbein. Immer etwas gebeugt halten. Nie ganz durchstrecken. 4 mehr an dieser Seite. Ein letzter und der letzte. Linkes Bein kommt vor. Rechtes zurück. Und hoch. Noch 4 mehr. Einen letzten und einmal alles ausschütteln. Das war noch nicht der letzte Ausfallschritt, den wir heute machen. Nächste Übung ist auch eine Kombination von Squat und Ausfallschritt. Ich zeige sie euch. Ihr macht einen Ausfallschritt nach vorne, kommt direkt in den Squat, anderes Bein Ausfallschritt nach vorne. Immer im Wechsel. Ihr steigt ein. Wichtig beim Squat ist, dass ihr die Knie schön nach außen drückt. Sollten auf keinen Fall nach innen fallen.
mehr. Eine letzte Runde. Ein letzter Squat. Und rausschütteln. Sehr gut. Nächste Übung. Ebenfalls ein Squat. Hierfür nutzen wir die ganze Breite unserer Matte. Komm auf eine Seite. Und komm tief in die Squat-Position und laufen dann zur anderen Seite. Wir bleiben aber durchgehend tief. Laufen rüber. Kleine Schritte. Und hier bounce. 4, 3, 2, 1. Wir bleiben tief. Und zurück. Ihr steigt ein. Zählt für euch selbst. Macht es in eurem eigenen Tempo. Langsam fangen die Beine an zu brennen. Zweimal mehr. Und der letzte nochmal extra tief. Und noch einmal Bounces. Und wir lösen. Ich fühle auf jeden Fall die Muskeln im Oberschenkel. Nächste Übung. Wieder ein Ausfallschritt, allerdings etwas anders. Und zwar ist es der, ja, wir haben gerade eigentlich immer den normalen Ausfallschritt gemacht. Jetzt machen wir mal einen, der etwas enger ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt gleich runterkommt, kommt euer linkes Knie neben, circa neben oder leicht hinter eurem rechten Fußgelenk. Okay, wir starten. Los geht's. Ihr seht, ganz kleiner Ausfallschritt. Sehr intensive Übung. Euer vorderes Knie bleibt nicht immer am selben Punkt. Die Arbeit kommt wirklich aus dem hinteren Bein heraus. Noch vier. Gerader Rücken. Ein letzter. Hui. Einmal ausschütteln. Seitenwechsel. Linkes Bein vor. Rechtes zurück. Und wir kommen tief. Ihr kriegt nämlich nie ganz auf. Wirklich nur kleine Bewegungen. Das hintere Bein ist nie ganz gestreckt. Vorderes ebenfalls nicht. Puh, das brennt. Vier mehr. Noch zwei. Einen letzten. Und ausschütteln. Wir haben noch zwei Übungen mehr. Nächste Übung ist definitiv eine meiner Lieblingsübungen. Da sie die Beinrückseite trainiert, die wirklich nicht oft gezielt trainiert wird bei Übungen. Bei dieser Übung allerdings wohl. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass ihr diesen Muskel morgen sehr gut fühlen werdet. Wir kommen tief, nur die Hacken sind aufgestellt. Arme neben dem Körper. Und wir starten locker und heben die Hüfte, bis der Körper eine Linie bildet. Kurz halten. Tief, nicht ablegen, direkt wieder hoch. Am höchsten Punkt einmal das Gesäß ordentlich anspannen und wieder tief. Noch vier, drei, zwei, ein letztes. Jetzt bleibt nur das rechte Bein am Boden und das linke kommt angewinkelt nach oben. Umso weiter dieses Bein weg, umso schwieriger die Hüfte nach oben zu bringen. Okay? Also fangt jetzt einmal leicht an. Das andere Bein ist angewinkelt und bleibt einfach hier und wir kommen hoch. Und jetzt merkt ihr, wie sehr ihr den Hintermuskel von eurem Oberschenkel gerade trainiert. Vier mehr. Noch
einsetzen. Seite wechseln. Wie gesagt, wenn ihr mehr möchtet, dann passt hier euer Standbein an. Weiter weg vom Gesäß oder näher ran. Vier mehr. Einsetzen und ablegen. Wir haben noch eine letzte Übung. Die ist besonders intensiv für das Gesäß. Hierfür kommen wir auf die Seite, bleiben am Boden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch hinlegt. Das hier, würde ich sagen, ist die gemütlichste. Da legt ihr den Kopf auf dem Ohr am Oberarm ab. Ihr könnt aber auch hierher kommen, wie ihr mögt, oder den Kopf zusätzlich noch abstützen. Das hier ist eigentlich so meine Lieblingsposition bei dieser Übung. Wichtig ist, dass der ganze Körper in einer Linie bleibt. Die freie Hand nehmt ihr vor die Brust und stützt euch so ab, dass der Körper nicht nach vorne fällt. Zehenspitzen sind angezogen, durchgehend in der ganzen Übung. Und wir starten ganz locker und heben das Bein. Und fängt einfach an. Jetzt aufwärmen, einheben. Vier mehr. Noch zwei. Ein letzten. Wir halten oben. Jetzt kommt das Knie vor die Brust auf den Boden. Der Fuß bleibt aber schön nach oben gestellt. Es schaut so aus. Nach vorne. Und Kick zurück. Immer schön die Hacke zuerst. Kick zurück. Dadurch, dass euer Fuß stetig angezogen ist, in die Hacke rausstreckt, ist das Gesäß mit der Beinrückseite noch viel mehr beansprucht. Noch vier mehr. Zweites Bein ganz hoch strecken und wir halten oben. Wir sind noch nicht da. Mit der Hacke kleine Kreise in die Luft machen. Und keine Ostereier sein. Schöne Kreise. Noch vier, drei, zwei. Richtungswechsel in die andere Richtung. Noch vier, drei, zwei und lösen. Schön den Oberschenkel entspannen und wir kommen rüber auf die andere Seite. Wieder in Position. Selbe Spiel hier. Und das Bein kommt hoch. Noch vier. Zwei mehr. Halten den letzten wieder oben und das Knie kommt nach vorne. Das Bein sollte nicht so abgelegt werden, sondern wirklich der Fuß bleibt in der Luft. Und zurück, Hacke zuerst nach oben. Stellt euch vor, ihr müsstet da oben irgendwas wegtreten. Vier mehr. Ein letzten. Wir halten oben. Wieder kleine Kreise. Erst in die eine Richtung. Schön mit der Hacke. Versuchen so rund wie möglich zu zeichnen. Und Richtungswechsel. Noch vier, drei, zwei, eins. Und lösen. Einmal ablegen. Sehr gut. Das waren meine sieben Lieblingsübungen für das Gesäß- und Beintraining. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch auf jeden Fall auch die Videos zu meinen Lieblingsübungen für die Bauchmuskulatur und für die Armmuskulatur an. Alles zusammen ergibt ein ganz klasse Ganzkörper-Workout. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.